Du musst durch dieses Eisdingsbums durchgehen. Hast du den Pinguin nicht mitgenommen? Der wollte nicht mit. Der muss mit. Der wollte aber nicht. Sonst bekommst du keine Eistrops. Ja, ist gut. Hallo, Fettbärt. Also, sobald du das gegrillt hast. Gegrillt? Du meinst wohl schockgefrostet? Ja, meinte ich doch. Setzt er sich nämlich drauf und dann kommt er mit auf die andere Seite. Mich eben schon Und das gewundert, warum das ist Fettbär jetzt macht. wichtig, weil du von dem Pinguin auf der anderen Seite diese super Atemdrops Oh! kriegst. Nein, ich will wieder runtergleiten. Oh Mann! Ah, oh, wie geil. Ich bin übrigens schon drei Dinger weiter. Fuck you! Warte doch mal! Ich warte ja auf dich. Ich bin nur gerade mit Captain Schnabel am Reden, der mich anschreit. Ich sollte lernen, dass meine Tastenbelegung andersrum ist. Nein, ich bin nicht zum fünften Mal gerade darunter gesprungen. Nein! Das ist eine Lüge! Gott, ich glaube, ich werde gerade gegrillt. Von Spyro. So, ich habe mein Ding sie jetzt mal auf Seite gelegt, bis du fertig bist. Bis ich mich mal hier justiert habe. Na, no, nicht schon wieder falsch. In der Zeit esse ich mein Mittagessen weiter. Guten Appetit. Danke. Ist zwar Achi, jetzt kalt, aber achi, egal. achi, 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 achi. Yay! Ich habe den Pinguin rübergeschippert. Yay! Finally. Oh, Moment. Du musst diese flache Stelle gefrieren lassen, um zur Kaserne zurückzukommen. Nimm diese super Atemdrops. Es macht deinen Eisatem stark genug, um diesen Job zu erledigen. Nennt man sowas dann Blowjob? Diese Atemdrops sind echt cool und erfrischend. Das ist bestimmt so ein. Ach, wie heißen die? Airwaves. Nur ein geiler. Nur in Galda, nur für Drachen. Was, damit kannst du den Wasser gefrieren lassen an den Stellen, wo es dunkelblau ist. Ah, okay. Das gehört also. Ich will das nicht nochmal. Geh weg. So. Du musst es einfach nur länger gedrückt halten, wenn du den normalen Eisatem benutzt. Ah. Flatsch. Hä? Hallo, mach das. Ja, du sollst ja auch auf das Eis gehen. Also da, neben dem Pinguin an die dunkelblaue Wasserstelle. Du sollst das Eis an, also das Wasser angucken. Ja. Aha. Jog, jog, jog den Weg entlang. Achtung, das wird wieder zu Wasser, wenn du zu lange brauchst. Nö, nö. Flatsch. Flatsch, flatsch, flatsch. Flatsch, 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 flatsch. Du Das bist Fisch. süß. Das Fisch. 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 Hallo. Fisch. Und ein bibberndes Schaf. Ich werde dich von deinem Leid erlösen. Da war irgendwas, was im Schnee getaucht ist. Ich hab's zerstört. Das meinte ich eben mit dem Fernrohr-Dingsbums da ist. Okay. Ich muss es immer erst selbst gesehen haben, bevor ich etwas glaube. Hui. Okay. Flatsch. Lagerhauptquartier.
voll im Headquarter jetzt angelangt. Stirb. Komm her, Schaf. Schaf. Das ist ganz schön scharf. Hallo. Oh, hallo. Ich habe mich jetzt gerade extra gemutet, um meinen Rülpser zu verbergen. Alles klar, okay. Und ich werde mich jetzt nicht muten, während ich etwas zu trinken mir einverleibe. Och, mache ich sowieso die ganze Zeit nicht. Ja, du. Ist etwas ganz Normales. Ich bin auch im Spiel. Ja, du nimmst nicht auf. Heißt es, ich bin nicht drauf? Sehr schön, mein Schatz. Wieso? Was los? Okay. Wo ist deine Uniform, Soldat? Wir sind keine Soldaten, Sir. Ich bin ein Drache und Sparks ist eine Libelle. Ich bin ein vielbeschäftiger Pinguin, also schnell heraus damit. Was wollt ihr hier? Wir suchen Herzen des Landes. Wir haben eines, Soldat, aber ihr bekommt es nicht. Sehr ganz berührt. Sag mal, haben die Entwickler einmal über die Tastatur oder was? Sergeant Bird. Trotzdem. Ich glaube, das soll so eine Adaption zu Vogel sein. Schon klar, aber trotzdem. Sieht behindert aus. Aber wird vermisst und Trinoxe haben seine Medaillensammlung geklaut. Und diese Medaillen ist unser Herz, das Einzige, was die Moral der Truppen aufrechterhält. Okay, wir suchen einfach Sergeant Birds Medaillen für euch. Einverstanden. Wenn du das tust, dann verleihe ich dir vielleicht selbst noch eine Medaille. Oh, wow! Dankeschön. Also abgemacht, Soldat. Cool, wir haben noch eine Mission erhalten. Hype! Mhm. Ich würde mal sagen, hier an diesem Punkt mache ich mal eine kleine Aufnahmepause. Oder? Okay. Eine mini kleine Aufnahmepause, damit, ne? Damit die da mal gut kacken kann. Ja, genau, damit wir mal scheißen gehen können. Okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Aber es ist auch irgendwie bestialisch, ne? Was? Du grillst die Schafe und die Seele, also dieser Schmetterling, der da rauskommt. Das ist dein neues Leben. Hallo, wir sind wieder da bei Spyro Adventures. Schön. Hi. Schatzele ist auch wieder mit dabei. Und ich habe immer noch nicht das gefunden, was dieser Pinguin verlangt. Hui! Boah, das war gerade voll der Skillflug. Nee, hier komme ich her. Nein, du musst da runter, da musst du wieder mit so einem Walross fahren. Ich sehe es gerade. Hä? Hä? Ich bin in den Boden reingefallen. In den Boden. Wo? Hier, an der Ecke. Ich bin in den Boden gefallen. Okay. Das war seltsam. Also du musst das jetzt einmal in der Mitte erwischen und Schöck frösten. Zu früh. Na ja, komm. Verdammt. Zu früh. Nein, erwischt. So, langsam rumdrehen. Und piu, piu, piu. Na, nicht zu weit fliegen. Und piu. Also ich würde jetzt nach links unten gern. Ja, ja, bin dabei. Oh, hier ist irgend so ein Camp oder sowas. Ja, genau. Und jetzt redest du mit dem Typen, der da in der Mitte steht. Also, du musst über so eine Landzunge drüber gehen. Ja, wow. Genau. Darüber. La. Jetzt steht da in der Mitte so ein Typsi. Nein, mit dem musst du labern. Ich will erst Dinge kaputt machen. Die kannst du noch kaputt machen. Willst du Stress, Bitch? Ja. Oh. Yeah.